This is Master Fly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs. Only 7 euros. I mean, it's 8 songs. Only 7 euros. That means you give one free. Künstler, wie sagt man Künstler, was ist das eigentlich, was Bildhauer, what kind of art you would call your... It's public art. And yeah. And you make this art for special for this place, or is this a... No, this project, how can you see from the map? Where it had to go. This is a temporary. Yeah, it's a temporary sculpture that will be moving in the main square of the cities of the world. And we started from Alexanderplatz, the May 1st. And now it will stay here in Hufafabrik for 1 month. And after that, we will move it to Dresden. Ah, okay, to Dresden. They really need it. They really need it. Believe me. Yeah. How long you need to make a building like that? You need a year or half a year? The project started 1.5 years ago. With the idea. Yeah, exactly. And I'm very fast. To make the sculptures, I spend less time. But all the most important things was the organization and everything, because we did also a crowdfunding for the money for pay the casting in bronze. For organize everything, because it's a huge operation, you know what I mean? Yeah. So, but now it's real, so that's fantastic. It's a dream that it's real. And thanks to all the donors and support to a lot of people. And about the figures you take, is this the original waste of these people? Yeah. They are life size. Yeah? They are in reality. So they're really so small? Yeah, it's very on TV. I think powerful. They are much bigger. Very powerful. Yeah. Can't you see the hands? Yeah. It's very that's strong. Yeah, we got so dogs there, really, fox terrier, you know, terrier. Yeah. So like that, it seems like that, though. Yeah, it's like a power, exactly. And they never will end. Yeah, the idea is, this is a monument for all, a monument to courage. This is the reason why I choose these three icons, because they are three contemporary heroes. Yeah, sure. And they are paying a very hard price for what they did. Yeah, of course. So it's important, the empty chair for ours, and it reminds us how it's important to know the truth, to protect ourselves. You go to places where it's difficult that the people go on the chair to speak. In Germany, it's not difficult. You can make a Hyde Park corner on any corner. I know. But it doesn't matter. It doesn't matter if people stand up on the chair and say something. No, I think you go to countries where it's more forbidden, where it's difficult. No, because during these days I saw 100 people stay close to the chair in a line waiting for their turn. Because people want to stand up on the chair and change their point of view. Yeah. So I was excited about the reaction of people. Yes, that's but the reaction was exactly what I thought in my mind. So it's fantastic. Yeah, and it's also fantastic. It's like, you know, there's a movie. It's from writers. I don't know the English name about the Club der Toten Dichter, the Club of the Death Poets, like that. Yeah. And Robbie Williams, who died, plays there. Exactly. The movie. Robbie Williams. He asked the people, stand up, take out. He asked to the student to change their point of view. Yeah. These sculptures have exactly that meaning. Yeah. That's the point, to change great. Your point of view, to see something new, something different. Oh, great. Super. Thank you. Thank you.
thank really, you. Thank you. Good luck with thank you for work. Thank you very much. That you all time get enough money in your pocket so that you can travel on. Yeah? Good. Okay. Thank you. Oh, Papa! Sag doch mal was, sowas ganz frei raus. Was ganz frei raus. Ja, so ein Mädchen, das ins Wasser fällt, ist sauber, wenn man sie dann rauszieht. Und? Ja, bitte nicht. Mensch, jetzt bin ich plötzlich. Jetzt sag doch mal was über die. Wichtig hier. Sag doch mal was über die U-Bahn-Situation. Sag doch mal was über die U-Bahn-Situation in Berlin und im Rest der Welt. Ich fahre eigentlich gerade gar nie mit der U-Bahn, auch wenn ich so heiß. Ich fahre eigentlich immer mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, aber U-Bahn kommt eigentlich bei mir gar nicht mehr vor. Also wer das nicht erkannt hat, das ist Peter Subway. Ja, Peter Subway. Einer unserer wunderbaren Musiker in dieser Stadt. Genau. Jetzt haben wir noch eine Überraschung. Rock'n'Roll machen wir. Bei diesem wunderbaren neuen eingeweihten Monument to Courage, Anything to Say. Das ist ein Künstler, der mit diesen Figuren, die da unten jetzt wunderbar abgebildet sind, sie nachgebildet hat und darauf hinweisen möchte, dass man denen, die totgeschwiegen werden oder so, endlich dann auch mal was sagen dürfen. Und jetzt haben wir zwei wunderbare Künstler da und auch sogar Juppie ist da. Juppie, magst du mal die... Stell mich gleich dahin. Ja, stell dich doch mal hin. Wir fangen um 7:30 an. Und dann, echte Helden kommen eigentlich aus Hollywood, aber wirkliche Helden, die sind hier bei uns, weißt du? Das ist wunderbar. Und der Mann, der das gemacht hat, ist ein Roma. Und die Römer, die haben den Vatikan gebaut und arbeiten jetzt daran, die Welt wieder positiv zu verbessern. Also mehr können wir nicht machen. So, ich muss los. Danke. So, und jetzt? Nochmal. Ja, na klar. Jetzt musst du noch mal eine richtige Rede halten. Und ihr müsst das jetzt ganz allein noch mal. Aber das sind ja eigentlich die Stars hier nebenan. Hier Edward Snowden zum Beispiel. Ich bin ja nur ein Musikant. Was machst du für Musik? Rocken, Poppen, Folk'n'Roll. Aha. Wir haben demnächst die Ehre, auch den Arnulf Rating beim Blauen Montag und Mittwoch mal wieder musikalisch zu begleiten. In Deutsch? Nee, wir spielen englische Songs, aber selbst geschrieben. Und warum nur in Englisch? Als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war das einfach so, Rock'n'Roll war auf Englisch. Da haben wir irgendwie nicht lange gefackelt, das war die Sprache. Und du bist so locker bei der Neuen Deutschen Welle durchgekommen? Ja. Gut. So. Jetzt aber der Hast nächste. Hast du dich denn vorgestellt, wenigstens, wer du bist? Damit alle wissen, wer du bist.
Das ist Peter Subway, einer unserer wunderbaren Musiker in dieser Stadt. Und diese Stadt hat so viele Künstler, aber es gibt halt auch Ausnahmekünstler. Einer empfinde ich ihn. So, jetzt haben wir noch aber einen Ausnahmekünstler hier. Und zwar ist es niemand Geringeres als Herr Wenzel persönlich. Und dürfte ich mich freuen, Sie auf diesem Stuhl begrüßen zu dürfen. Lehnen Sie ruhig an, der ist... Ich freue mich, neben diesen wunderbaren Kollegen stehen zu dürfen. Die Mutigen sind immer weniger in dieser Welt und die Feigen werden immer mehr. Der Opportunismus wird zur allgemeinen Volkskrankheit. Und sich an ihnen aufzurichten, ist eine gute Sache, glaube ich. Und ein schönes Denkmal. Und wer hätte sowas besser machen können, wie solche Figuren zu bauen, wie einer aus Rom? Der eine hat den Vatikan gebaut und David Davidoff macht David Domino aus Rom hat diese Figuren gebaut. Normale Helden kommen ja heute alle aus Hollywood, aber echte Helden sind Edward Snowden, Julian Assange und Patrick Manning heißt heute Chelsea, der Kleine war Panzerfahrer und der Hitler waren hier auch nicht größer, sonst kommst du da nicht mehr raus. Und die bleiben jetzt hier stehen vom 3. Mai, also Tornado Günther, seinen Geburtstag, bis zum 9. Juni, könnt ihr hier hochgucken, 9. Juni, die Straße des 9. Juni, bis zum 36. Geburtstag der Uferfabrik. Und wenn man auch weiß, und dann gehen die in die ganze Welt hinaus. Und wenn man weiß, auch seit einer Woche wissen wir dann auch, wie der FBI gearbeitet hat. Da sind Leute unter Todesurteil und daher war die ganze Analyse falsch. Und das sind Leute, die mal wieder Wirklichkeit in diese Welt gebracht haben. Und wir bedanken uns bei David Domino, weil er weiß, nur mit Kultur kann man die Welt positiv und schöpferisch und die Ekstase verbessern. Es geht los. Jetzt ist der Geburtstag von Günther und danke, David, danke an euch alle. So. Dass man weiß, wer die Figuren gebaut hat. Der Mann kommt aus Roma. Heißt David wie David und Goliath, man weiß ja was. But by the way, they are very, very good. Ja, gut. He's a very famous actor. I would like to thank Ufa Fabrik for welcoming the sculptures here in Berlin. I'm very happy for that. So take care about it. Yeah. Because the empty chair is for us. So. But you don't know how the CIA works. Then we are not strong enough. Thank you. Thank you. Thank you. Könnt ihr beide mal noch mehr zu den Figuren? Ja, komm, wir gehen uns mal einmal hier. So, wir haben Haltung. Ich hoffe. Habt ihr auch eine Meinung? Ah, natürlich. Sonst würden wir hier nicht stehen. Willi, hopp, Willi, hopp. Und sitz. Hey, Willi. Hey, Willi, hier. Hier, hopp! Sitz! Das ist ja toll. Hat eine Frisur wie Schweinsteiger. Perfekt. Und was würden die sagen wohl? Na, die sind ja so neuzeitige Freaks. Also du musst da schon eigenes sagen, was du sagen möchtest. Aber dann bin ich nervös. Bist du nervös? Ich bin noch bei dir. Ja, weil der hätte mich mehr überraschen müssen. Hast du alles eingestellt? Das hat nicht viel, nicht lange so hoch. Ja, ja. Krieg keine Luft. Ich bin da hier. Guck mal, er filmt es dann sogar. Ja, ja. Kannst du mir mal die Hand geben? Ja, ich gebe dir die Hand. So, jetzt haben wir eine weitere Größe Berlins hier und das ist Matto, der jahrelang ein wunderbares Lokal am Chamissoplatz, am wunderbar bekannten Chamissoplatz geführt hat. Und vorher Spektrum und muss man. Vorher das Spektrum und. Also die Liste ist, glaube ich, lang, ja, was ja, du ja, schon angestellt ja, hast. Ja, genau. Ja. So. Und den haben wir jetzt auch hier unter diesen vielen Leuten. Und
Und jetzt sage ich euch ja. Jetzt sag mal. Ja. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Das ist ein Statement. Ja. Super. Gut, jetzt gehe ich mal etwas trinken. Das ist eine gute Idee. Ich kann jetzt... So, jetzt begrüßen wir weit angereiste Gäste. Ja. Und zwar aus Mainz. Herr Jakobshagen. Vielen bekannt, gerade die Kabarett-Sachen und diese ganzen Sendungen, die so in Mainz so um den Rhein rum stattfinden. Ne? So, das ist so dein Metier. Ne? Ja, ich würde mal sagen, ich wohne ja zwischen in Köln, da ist es mehr, dass in Köln stattfindet, aber in Mainz natürlich auch. Und ich habe mit dem Kleinkunstpreis, mit dem Unterhaus zu tun. Ja, warum bin ich hier? Weil Günter Tewes kannte ich. Ich habe die 3 Tornados auch live gesehen und auch ihre großartige Show mit dem Krippenspiel. Und da habe ich gedacht, es ergibt sich gut, wenn man da mal nach Berlin kommt. Sehr schön. Wunderbar. Danke dir. Ja. Bleib kurz hier. So. Jetzt muss ich ganz kurz mich fassen. Warte mal. Sekunde. Kannst du loslegen? Das war nicht auf den Kader noch. Aber ich bin eigentlich wegen Günther da. Ich rede sonst genug dummes Zeugs und deshalb rede ich jetzt heute jetzt nicht mehr viel. Ich bin nur wegen Günther da eigentlich heute Abend. Habt ihr schon? Ja? Wir haben schon alles bisschen vorbei. Bist du zusammen? Hast du auch gesagt, dass du Volkmar Staub bist? Nein. Ja, also ich sage, das ist Volkmar Staub, ein wunderbarer Kabarettist, den ich erst letztens im Lutherbeck gesehen habe. Da haben wir uns zufällig getroffen. Das zufällig. War ganz klasse. Ja, ja. Wir kennen uns ja schon länger, ja. Aber da war ja. Zufall. Ja. Wunderbar. Ja. Zu Zeiten von Günter Tewes, den haben wir beide gekannt, aber da haben wir uns leider noch nicht gekannt. Da haben wir es noch nicht gekannt. Ja. Da warst du ja noch im Kindergarten, glaube ich. Ach du, der Günter, der war derjenige, der mich auf die Bühne getrieben hat. Ach nee, ja. Getrieben, wie hat er das geschafft? Im Quartier damals und da habe ich fürchterlich versagt bei der kleinen Nummer und dann habe ich so kleine Nummern gemacht. Er hat gesagt, wenn du jetzt nicht rausgehst, gehst du nie wieder raus. Ja? Okay. Und das hat er aber mit einer charmanten Art gesagt, wenn die anderen alle gesagt haben, du musst rausgehen. Und ich so, nee, ich gehe nicht raus, Ich lasse das Tablett fallen. Ja. Siehst du, und er hat das dann ganz cool, ganz sanft, ganz zart gemacht. Ja? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dem Mann vertraue ich. Ich gehe raus. Okay. Und das war der geilste Auftritt, den ich da gemacht habe. Ich habe den allen 3 vertraut, weil ich war derjenige, der damals die 1978 die 3 Tornados nach Freiburg geholt hat. Wir haben dann ein Fest gefeiert, 130 Jahre Badische Revolution. Und da ich die Tornados kannte, habe ich dann da Kontakt aufgenommen und dann kam die nach Freiburg. Das war wunderbar. Super. Ja. Na, so sammeln wir heute aber. Wunderbares, schönes Programm. Danke dir.